Hallo liebe Freunde des Elbkick TV. Heute werde ich damit konfrontiert, Tipps für Hamburgs Teams vorzuschlagen, was zum Beispiel Werbung anbelangt, damit sie mehr Zuschauer, Sponsoren und Aufmerksamkeit bekommen. Punkt 1 ist, man muss natürlich Grundlagen und Argumente schaffen. Dazu gehört eine Spielklasse, die gut ist, dann auch relativ guter Fußball. Dann kommt hinzu der Zuschauerservice, man muss die Platzverkäufe berücksichtigen. Jeder isst gerne mal eine Wurst, trinkt mal ein Bier auf dem Platz. Nur, hier gibt es ja einige Probleme oftmals bei einigen Plätzen. Das will der Wirt für sich machen. Und hier sollte man schon bewirken, dass der Verein davon profitiert und für seinen Etat die Einnahmen nimmt. Da gibt es sicherlich hier und da noch Redebedarf. Auf jeden Fall muss jeder der Zuschauer erkennen, dass die Einstellung stimmt, dass jeder kämpft und sich total dem Spiel der Mannschaft hingibt. Vereinsbezogenheit ist wichtig. Die geografische Seite ist nämlich von entscheidender Bedeutung, was dieses Thema anbelangt. So kann man den Fußball, ich sage mal, verkaufen, besser verkaufen, in Anführung. So, dann kommt Punkt 2 hinzu. Sicherlich sind hauptamtliche Marketingleiter da sehr, sehr passend und am besten aufgehoben, die für Bannen sorgen. Bannen kosten ja so durchschnittlich 150 Euro pro Meter und Saison. Dann kommen dann 50 Euro für Folientechnik hinzu. An den Seiten der Plätze, hinter den Toren ist es teurer, ist ja bekannt. Ich habe mal bei Raspo Emson einen Spielerfader gewonnen, der losgezogen ist, allerdings auf Prozentbasis, hat uns viel gekostet, aber auch viel eingebracht. Der hat also den Banden besorgt und hat auch, was ich eben schon gesagt habe, daran verdient. Ein großer Tipp von mir ist, den Sportplatznamen zu verkaufen. Sportplätze sind nach Straßen benannt. Das heißt, wenn man einen Sportplatz verkauft, auf den Sponsornamen, so wie ich das bei Sperber gemacht habe. Ich sage das mal ganz ehrlich, da hieß der Sportplatz Alzerdorf, nicht mehr Alzerdorf, sondern Sport-Duwe-Stadion. Und das hat, wie auch in anderen Fällen, allerhand Kohle gebracht. Ich habe auch schon mal 4 bis 5 Spieler bei einem Trainingstag weggeschickt, die nach einer Zeit auch mit Wiederholungsfällen 6 Bannen verkauft haben. Natürlich mit Ehrenkarten in der Tasche. Dann kommt das Stadionheft hinzu. Das bringt sehr viel, da müssen aber Anzeigen her. Und Spieler kennen viele Diskotheken, Geschäfte, Gaststätten, Restaurants, haben Freunde und Fans, einen Job, über den sie viel Beziehungen aufbauen können. Ich habe mal zur Auflage gemacht, dass jeder Spieler eine Anzeige für jede Ausgabe besorgt oder monatlich 50 bis 80 Euro dafür einbringt. Das klappt und hat viel gebracht. Keiner, das muss man wissen, hat so viel Beziehung wie die Spieler. Dann kommt die Medienwerbung hinzu über uns, über Elbkick TV natürlich, dann über Facebook kann eine ganze Menge passieren, da ist fast jeder drin und eine neueste Statistik hat bewiesen, dass die Zuschauerzahlen auf einigen Plätzen aufgrund der Facebook-Werbung um 25% gestiegen sind. Zum Schluss will ich mir ein Beispiel erzählen, was mir bei einem Verein passiert ist. Da haben wir mal ein Spiel 4:1 gewonnen mit hervorragender Leistung. Da kam ein Zuschauer zu unserem Mannschaftsführer und hat ihm 500 Euro in die Hand gedrückt. Nur, der war auch ganz schnell wieder weg. Alle haben den Mannschaftsführer angemacht, man musste den Namen noch merken. Wie sah der aus? Der eine sagte klein, der andere groß, der andere hatte graue Haare, der andere sagte schwarze Haare, war nix. 4 Wochen lang, Totenstille, kam nix. In der 5. Woche kam er wieder und wir gewannen wieder 5:0. Er gab wieder 500 Euro für die Mannschaftskasse. So, und dann haben wir ihn angesprochen und das wurde später der Hauptsponsor. Ich will damit sagen, was guter Fußball und eine gute Einstellung, wenn man die richtig verkauft, bringt. Ich wünsche euch viel Glück und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.